Voll der Kahlschlag. Die armen Bäume. Aber die wollen ja was in den Teich machen. Deswegen wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie es hinterher aussehen wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Am Ende mal wieder. Ja. Hoffe ich mal, dass das Wochenende besser wird als die Woche. Oh, es ist nicht allzu viel passiert, beziehungsweise nichts, was ich euch erzählen könnte. Ich kam mir die Woche nur vor wie in einem falschen Film, aber gut, das gibt sich hoffentlich auch wieder. Und dann alles wieder gut, wenn nicht heute, dann morgen oder irgendwann. Ja, genau. Aber ich wollte mich zumindest schon mal gemeldet haben. Wenn ich nichts zu erzählen habe. Was mich gerade sehr geschnitten hat. Ich habe was gesucht, was ich nicht gefunden habe. In meinem Kram-Eckchen da hinten. Und muss irgendwo reingefasst haben. Ich weiß nicht mehr wo. Und habe mich da geschnitten. Zweimal an der Fingerkuppe. Das brennt. Möchte mir pusten. Ja. Aber ansonsten ist wirklich bis jetzt noch nichts, was man erzählen könnte. Macht da jemand sein Mittagessen nicht? Wer ist denn da? Diablo. Na sag mal. Wie schüttel. So schlecht ist es mir auch wieder nicht. Ich hätte mir kommt einfach Hühnchen drin. Und sie mag nicht so gerne Hühnchen. Nee? Kein Hunger? Überrascht mich jetzt aber. Schüttel, schüttel. Komm, so eklig war gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, wir gehen morgen nicht einkaufen. Wir bestellen wieder oder haben bestellt, weil wir Getränke brauchen. Und wenn wir Getränke bestellen, dann kann man gleich alles bestellen. Dann können wir morgen mal ausschlafen. An einem Samstag. Das ist sehr, sehr, sehr selten, dass wir einen Samstag ausschlafen können. Aber morgen ist soweit und ja, Daniel braucht das, der hat die Woche Spätdienst gehabt die ganze Zeit und muss einfach mal wieder ausschlafen, hat er gesagt, weil er immer mit mir zusammen aufsteht. Er muss nicht mit mir um 5 aufstehen, wenn er Spätdienst hat. Aber er will das so. Gut, ich bin da auch nicht anders. Ich stehe dann auch immer mit auf, wenn ich nicht früh aufstehen muss und er arbeiten geht. Das ist bei uns einfach so drin. Wir sind ja solidarisch genug, um dann mit aufzustehen und mit schlafen zu gehen. Nur dass ich meistens auch früher schlafen gehe als er. Er bleibt länger wach. Ich hätte auch gedacht, wenn mit der neuen Wohnung, wir sind jetzt auch schon 4 Jahre und ein paar Monate, wohnen wir jetzt schon hier. Schon wieder so lange, Mann, oh Mann. Und ich habe gedacht, na, dann kann ich auch lange aufbleiben. Es ist gar kein Problem in der alten Wohnung. In einem Zimmer war es ja ein bisschen schwieriger. Aber nö, ich bin noch nie nach im Schlafen gegangen, noch nie. Obwohl man das endlich machen könnte. Am meisten werde ich diesmal zuerst müde. In der Altmündung ist er immer müde gewesen. Okay, das war auch noch krankheitsbedingt und alles Mögliche. Da war das ja auch noch ein bisschen schlimmer, aber ab 0 Uhr werde ich müde. Plumps. Ich würde auch mal wieder gerne so richtig schön lange wach bleiben. Problem ist nur, er schläft mir auch so lange. Obwohl, weiß ich nicht. Und ich möchte den Tag nicht verschlafen. Ich mag das gar nicht, den Tag zu verschlafen. Ich stehe lieber früh auf. Und hab was vom Tag. Deswegen ist ja auch meine Devise, ich gehe früh arbeiten und bin früh zu Hause und hab noch was vom Tag. Deswegen bin ich schon um spätestens 26 auf Arbeit. 6.20 Uhr. Spätestens, wirklich allerspätestens. Heute und gestern waren es 6.14 Uhr. Das früheste, was ich jemals da gewesen bin, war 6.08 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Ja, deswegen stehe ich auch um 5 Uhr auf. Damit ich so früh anfangen kann. Und da ich ja nur so einen Dreivierteltag arbeite, also 35-Stunden-Woche, habe ich um 14 Uhr Feierabend. Und freitags gönne ich es mir, dass ich da schon um 12 Feierabend mache. Da habe ich keine Pause wegen 6 Stunden. Und da ist ab 6 Stunden Pause. Und ja, ich habe eben nur eine Stunde minus eigentlich, obwohl ich 2 Stunden früher gehe. Macht keinen Sinn, ist aber so. Weil ich ja immer ein bisschen Plus habe. Okay, heute war es 1 Stunde 9 Minuten minus, aber vollkommen okay. Und von daher, das gönne ich mir alle 2 Wochen und alle 2 Wochen dann zu Hause arbeiten. Da ist dann halt kein Plus, kein Minus. Da ist Plus, Minus, Null. Weil Überstunden erschleichen zu Hause finde ich doof. Mache ich nicht. Mache andere sehr, sehr gerne. Mache ich nicht. Und ich mache aber auch nicht früher Schluss. Weil da nehme ich dann wirklich die Zeit von bis und dann ist gut.
Genau. Ja, so sieht's aus. Worauf wollte ich hinaus? Achso, und deswegen mag ich es eigentlich lange zu schlafen. Weil ich immer zum Tag haben möchte. Ich könnte ja auch sagen, wenn deine spät ins Herz gehe, ich später zur Arbeit oder sowas. Aber nein. Möchte ich nicht. Genau. Gut. Jetzt habe ich euch doch so viel vollgequatscht mit irgendwelchem sinnlosen Zeug, oder? Egal, man muss ja den Block irgendwie füllen. Ach, hei. Hier ist was los. Ah, gegen Gedanken. Ich wollte es mal ausmachen. Wurde euch schwindelig? Ich aber nicht. Wo bin ich gemein? Ist das ein böses Schnürchen? Verfolgt dich, hä? Entschuldigung. Oh, das ist einfach zu lustig. Sonst hat er so lange schnell abgeschüttelt, diesmal nicht. Tja. Na gut. Mal sehen, wie lange es dauert, bis er das Schnürchen losgeworden ist. Klappt. Oh. Jetzt zieh mal dran. Komm, du kannst das. Das ist ja nicht das erste Mal. Klappt heute nicht so. Ah, jetzt könnte es was werden. Das heißt, es hätte festgehangen. Drehen wir noch ein bisschen, ein paar Runden um. Ah, es ist die falsche Richtung. Wenn du noch ein bisschen ein paar Runden rumgelaufen wäre es einfacher gewesen, oder? Ah, gleich hat das. Gleich hat jetzt das abgefallen. Dim, dim. Mit Dingen kann man eigentlich nur lachen, oder? Ich hatte vor kurzem bei Lens Best meine Kontaktlinse nachbestellt. Die sind da angekommen, alles kein Problem. Und jetzt bekomme ich eine E-Mail von Lens Best. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ich muss, oder Ihre, wie hier weiter betreffend, Ihre Bestellung von Lens Best. Genau. Ihre Bestellung bei Lens Best. Ich habe so, okay. Und sehe dann in der E-Mail, dass mein Paket heute verpackt wurde und mir in den nächsten ein bis zwei Werktagen zugestellt wird mit DHL. Und dachte so, und eine Rechnung ist bei. Also ich klicke auf diesen Link an und sehe, ja, ein Paket ist auf dem Weg zu mir und denke mir so, schicken die mir jetzt die Kontaktlinse nochmal, sehe erst, was eine Rechnung beiliegt und denke mir so, aber bezahlen, also ich möchte nichts damit kaufen, weil sie sind zwar in der Zeit, wo ich sie bestellt habe, also in den letzten Jahren, extrem im Preis gesunken, wirklich extrem im Preis gesunken. Das, was ich jetzt für alle zahle, habe ich vorher mal für eine Packung bezahlt. Also ungefähr. Naja, nicht ganz vielleicht, aber es war schon viel teurer. Und ja. Und jetzt sehe ich gerade die Rechnung und denke mir so, hä? Eine Rechnung von 0 Euro. Ich bekomme den Newsletter. Ich weiß nicht wieso, das funktioniert so gut. Bekomme den Newsletter von dem.
Und da gab es dann irgendwann mal wieder ein Überraschungsgeschenk. Ich dachte mir so, ja, kann man mitnehmen. Mal gucken, was bei rauskommt. Es gab, glaube ich, 4 oder 5 Sachen, wobei mir nur eine Sache nicht gefallen würde. Das war so ein Kofferanhänger, den brauche ich nicht. Ich brauche keinen Kofferanhänger. Ich fliege nirgendwo hin, also brauche ich keinen Kofferanhänger. So. Ja, und dann hat es aber nicht funktioniert. Da kam keine mehr. Ich habe den Link angeklickt, ich habe ein Geschenk abholen. Hat nie funktioniert. Und scheinbar hat es doch funktioniert, weil jetzt bekomme ich ein Geschenk. Das schicken die extra. Gut, das ist das zweitblödeste von den Sachen, aber das ist okay. 2 Behälter plus Beutel. Ich. Gut, plus Beutel. 2 Behälter plus. Ich werde sehen, was es ist. Also, irgendwie, ich glaube, es sind auch Kontaktlinsenlösungen oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Für unterwegs. Was ja im Prinzip auch nicht schlecht ist, oder? Wenn mir die Kontakte immer flöten geht, dann kann man das wenigstens schnell mal sauber machen. Mal gucken. Ich werde sehen, was es ist und ja. Warum packt man das in 2 verschiedenen Pakete? Das kostet doch nur wieder Porto. Zumal eine Rechnung zu erstellen für 0 Euro. Ich meine, klar, so kann man es ja buchen. Aber. Okay. Ah. Gut. Und ich versuche jetzt zu lesen, aber mit meinen beiden Büchern, die ich gerade am Wickel habe, komme ich nicht so richtig voran. Es reizt mich gerade nicht. Ich habe ja gehofft, dass ich heute mit Steffi das andere Buch anfange, aber hat nicht so ganz funktioniert. Ist ja auch nicht schlimm, fängt man später an. Sobald es wieder auf dem Damm ist, kann man das so sagen. Ja, sobald sie sich in der Lage fühlt, sagen wir es mal so. Und haben mir deshalb jetzt das hier geschnappt. Meine provisorische Lesezeichen, weil ich hier gerade hier verwirrt war. Ja. Aber ich habe den Fehler gemacht, um zu gucken, wie viele Seiten das Buch hat. Hätte ich lassen sollen. Warum habe ich diesen Monat, in dem kürzesten Monat des Jahres, die längsten Bücher am Wickel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe darauf ja nicht geachtet. Das wird niemals, niemals funktionieren, dass ich alle Bücher lese. Niemals. Never. Never, 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 never. Egal. Ich probiere es, soweit ich komme, und dann ist schön. Und mir brennt mein Finger immer noch, muss ich mal anmerken. Und hat immer noch keiner gepustet. Ja. Sagt mir aber auch keiner, ne? Keiner von euch da draußen hat aufgepasst. Mimi. Und ich wundere mich so, es kommt mir alles so bekannt vor. Freunde der Sonne, ich habe das Buch schnellstens gelesen. Mann! Mir hat auch keiner gesagt. Wann habe ich es gelesen? Dezember 2016. Und das Schildchen da drin. Schön, dass ich das auf meiner 19 für 2019 Liste habe, ne? Toller Einfall. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dunkel. Hi. Gibt's denn sowas? Schämt euch. Schämt euch alle was. So. Ich nehme erst den nächsten Band. Es hat mir keiner was gesagt. Ihr müsst doch aufpassen. Ein bisschen. Aber ich dachte so, hä? Das kommt mir bekannt vor. Aber immerhin ist mir relativ schnell aufgefallen. Nach den ersten 2, 3. Ja. Gut, die erste Seite war ja nur so ein Stückchen. Ich glaube, auf der dritten Seite ist mir aufgefallen so. Denn die vierte Seite, weil die erste Seite war ja nur so ein bisschen. Das ist irgendwie. Und dann lese ich hinten. Beim Banküberfall wird eine Frau erschossen und ein junger Angestellter erschossen. Und so. Moment mal. Das kenne ich! Nehmen wir das fünfte Zeichen und beginnen das zu lesen. Oh, das ist auch wieder so viele Seiten. Nein. Ich wollte das nicht nochmal rereaden. Ich dachte echt, ich hätte das noch nicht gelesen. Warum? Da war das Schildchen dran.
Weil eigentlich ist das Klebchen vorne drin, zeigt mir, ich habe es noch nicht gelesen. Na gut. Noch gemerkt, bevor ich es ausgelesen habe. Ich lese dann mal Jonespel. Ja? Was machst du denn da? Löcher! Hat voll gestaubt. Ach ja. Voll gestaubt. Der hat auch einen Namen. Der ist gerade gestaubt. Der da. Der. Der heißt nicht der da. Der hat einen wundervollen Namen von Mutti gekriegt. Daniel. Der Schraum geklaut. Und der Strauß muss auch mal endlich weg, würde ich sagen. Das ist schon ein bisschen gammelig. Ich war gerade Wäsche zusammen und habe mich gefragt, was genau ist das denn? Aber das ist mir ein Kuschelstrumpf. Da hat sich das Innenleben nur nach außen gewölbt. Also das sieht auch sehr amüsant aus. Ist das Teil riesig? Hm? Ich werde beobachtet. Ein bisschen. Fall bloß nicht von der Leiter. Weißt du, dass ich nicht alle die gleichzeitig machen soll? Und ich auf den Haken zum Einhängen? Weiß ich nicht, aber da ist zumindest ein Häkelchen. Aber mal gesehen, aber ich bin Sieht monströs gefährlich aus. Kann man irgendwie helfen oder so? Also, wäre gut, wenn einer das Ding hält und einer die Steckkontakte zusammenhält. Einer das Ding hält, also einer bin denn ich oder was? Aber das ist wahrscheinlich schwierig, wie das aussieht. Nee, hol mal einen Tritt, komm mal her. Okay. Was genau mache ich jetzt? Ich muss einfach mal kurz wieder lockern. Also das ist schon schwer, ich muss das dann festhalten. So, na, vielleicht machst du die gerade zusammen. Ja, genau. Weil ich das ja auch schon tausendmal gemacht habe. Und das habe ich da versteckt. Stell die mal nicht so an. Das Teil ist schon wieder ganz gefährlich. So, was soll ich jetzt machen? Musst du mir sagen. Bin jetzt da. Ich will schon mal statt leisten. Mit einem Tritt. Nee, du also. Musst mit keinem Tritt gehen. Das ist was los, Fräulein. Denn hier ist was los, das sag ich dir. Geht's? Ich weiß nicht. Sehr schön. Das ist toll. Sei doch mal ein bisschen entspannter. Ja, das ist voll entspannt. Ich bin hier mal ganz gut. Na ja. Und dafür habe ich jetzt einen Tritt geholt. Hm? Und dafür habe ich jetzt einen Tritt geholt. Ja. Mhm. Sicher, dass es hält. Ja. So groß ist der. Nee, gar nicht. Quatsch. Sieht nur so aus, als wenn er groß wäre. Ich habe keine Lampe mehr. Nee. Ach, mussten wir gerade abmachen. Da liegt sie. Scheiße, wer geht das jetzt welcher? Gröbel. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber hast du nicht gerade eben. Abgemacht? Ja, aber ich muss halt das Kabel irgendwie hier durchrin kriegen. Wie weiß ich auch noch nicht. Aha. Ja, darüber macht man sich natürlich hinterher das Gedanken, wenn das Ding schon. Ja, weiß ich, wie das dahinter aussieht? Warum? Also, das ist ein Pol für den Ventilingsbums. Und dann wollte ich noch einen zweiten. Wahrscheinlich den blauen. Wahrscheinlich. Zumindest ist der Strom aus, sagt er. Oh, wir werden einfach Strom wieder aufmachen, dann sehen wir. Vergiss es.
Fängt er jetzt schon an? Was hast du dazu zu sagen? Ich würde sagen, ja, da, nee, das ist noch nicht so. Oh. Ja. Martin Pinker. Na ja. Bis später. Müsste es eigentlich funktionieren? Melke entscheide erst bei Tetia. Er wollte immer Licht anmachen. Und was sagst du da schon wieder zu? Also. Hey! Und, hast du schon was? Ja. Das wird luftig. Nein. Was nochmal? Konntest du nicht sehen, was du da gemacht hast? Hallo? Nein, hab mich nur geschüttelt. Und hörst du was? Nein. Aha, ist leiser, ne? Ja. Das haben mehrere Stufen oder was? Ja, drei. Okay. Haha. Würde ich sagen, Mama kann kommen, oder? Er kommt da einfach so an die Decke ran. Oh. Wenn ich da rankommen wollen würde, ja, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das ist mir kalt. Die höchste Stufe. Gottes Willen, er hebt euch ab. Ich gehe mal schon zur Seite. Das ist mir ja nichts. Jetzt hört man ihn. Aber kein Vergleich zu den anderen, oder? Das ist richtig. Aber ich glaube, du kannst es wieder ausmachen. Stufe 2. Wo ist denn der Unterschied? Langsamer. Merkst du das nicht? Nicht so. Dauert richtig. Natürlich einen Moment. Bis es langsamer wird. Aber er wackelt zumindest nicht. Nächstes über dem, Mexikaner, wo wir waren, wo das da so der eine so gewackelt hat? Ja, da ist wohl noch Verlängerung, ist das dazwischen. Gibt's ja auch. Nein, da hat es doch so gewackelt bei dem einen. Ja, durch die Verlängerung. Nein, da war keine Verlängerung dann, dran. Dann fängt er an zu schwingen. Und da der direkt an der Decke angenagelt, das passiert dann nicht. So, das ist jetzt Stufe 1. Ja, das reicht jetzt. Ein laues Hähnchen. Ist ja immer noch kalt. Es wird kalt, aha. Ja. Vielleicht muss das so sein. Ah, im Winter. Ja, man kann ihn umschalten und dann macht er die Wärme nach unten, dann wird es wärmer. Also macht einen Altbau, macht das mehr Sinn. Du kannst ihn rechts rum und links rumlaufen lassen. Ah. So drückt er die Luft nach unten und kühlt. Und wenn man ihn umschaltet, zieht er die Luft nach oben und verteilt die Wärme wieder nach unten. Ernsthaft? Ja. Ist ja verrückt. Macht aber mehr einen Altbau Sinn bei hohen Decken als bei so einer niedrigen. Niedrige. Und dann kann man sogar Heizkosten sparen. Naja, passt schon. So. Wir haben also jetzt ein Betty-Dings. Ja! Ein Betty-Lampe? Genau! Und jetzt musst du die Lampe wieder ran. Also, wer sich das hat ausgedacht, mit der Halterung, mit dieser Lampe, den könnte man töten. Wirklich, das ist eine Katastrophe. Ich habe mich ja gestern davon erzählt, dass ein Paket von Lens Best zu mir unterwegs ist. Das kam heute an. Samt diesem Brief. Liebe Kundin, liebe Kunde, leider haben Sie das gerade Geschenk, welches Sie zusammen mit Ihrer letzten Bestellung erhalten sollten, nicht mitgeliefert bekommen. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen und liefern Ihnen heute das versprochene Geschenk kostenfrei nach. Ding! Und das war irgendwie verwirrend beschrieben. Sie dachte jetzt so, was soll ich damit? Aber das ist sehr gut. Kunde, erstmal gab es ein Chipbeutelchen, dann zwei so eine kleinen Kontaktlinsenlösungsfläschchen und zwei von diesen, obwohl ich von den Dingern schon millionenfach habe. Eins von den jeweiligen werde ich auf Arbeit hinpacken, damit ich kann, wenn eine Kontaktlinse rausfallen sollte oder sonst irgendwas passiert, dass ich das dann schnell mal abspüren kann. Genau. Und das andere ist dann für irgendwo unterwegs, Urlaub oder weiß der Kuckuck. Genau, dann kann man das halt auch da reinpacken und ist dann schön verschlossen. Jo, genau. Und das finde ich sehr praktisch. Sind jeweils, ich glaube, 30 Milliliter. Steht das irgendwo?
60 Milliliter. Ich glaube, insgesamt sind 60 Milliliter gewesen. Ich weiß es nicht. Ja. So viel dazu. Genau. Eieieiei. Ah, finde ich sehr praktisch. So ein kleines Fläschchen. Und man kann ja dann darin auch das andere abfüllen mal. Und dann habe ich auf Arbeit oder unterwegs halt immer so ein Fläschchen bei. Das heißt, die Flaschen will ich aufbewahren und dann kann man es, wie gesagt, immer entsprechend abfüllen. Bin ich sehr froh drüber. So für gratis ist in Ordnung, ne? Katzen haben den Ventilator entdeckt. Ja, ja. So ist das. Jetzt ist wieder uninteressant, ja? Spannende Sache. Eben hat er ganz weit hingestarrt.